Ist vielleicht ein Irrtum, falsch positiv. Ach, kommt das vor? Nein. Verfluchter Mist! Ah! Aber der Vater? Sag mal, hältst du mich für eine Hure? Nein, aber nein, nein. Du bist doch schon viel zu alt. Ich wusste gar nicht, dass Oma schwanger werden dürfen. Das wusste wohl niemand. Willst du mir damit sagen, du machst es immer noch mit Jean-Pierre? In deinem Bauch wohnt jetzt wieder ein kleiner Untermieter. Ein Untermieter? Ich würde ihn eher Hausbesetzer nennen. Du bist die älteste schwangere Frau auf der ganzen Welt. Du kastrierst mich systematisch. Ich kastriere dich, damit du aufhörst, mich zu schwängern. Der Arzt sagt, ich brauche Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und vor allem kein Ärger. Du riechst nach Zigaretten. Was nicht leicht sein wird, weil mich allein schon ärgert, dass ich schwanger bin. In den nächsten 9 Monaten wird einfach alles an uns hängen bleiben. 35 Jahre lang blieb alles an mir hängen. Jetzt seid ihr mal an der Reihe. Du hast aber eine Wampe gekriegt, der Wahnsinn. Du bist eine Scheißmutter. Hm? In unserer Familie ist das Tradition. Was für eine schöne Familie. Mamilette! Du hast dir nicht die beste Vermieterin ausgesucht. Zoe, geh und zieh dich an, man ist nicht im Schlafanzug. Aber ich habe keine sauberen Schlüpfer mehr. Na, dann machst du es eben wie alle, drehst einfach einen um.